So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin so euer Daudinator und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einem neuen Monat und zu einem neuen Ansage-Video, wie es jeden Monat hier stattfindet auf meinem wunderschönen Channelchen. Ihr erfahrt in diesem Video, was denn diesen Monat so Schönes auf meinem Kanälchen ansteht und was denn so Schönes eigentlich auch kommt. Da könnt ihr euch schon richtig drauf freuen und richtig auch gespannt sein. Ja, ein paar Leute wissen es ja vielleicht. Zunächst mal ein bisschen ein anderes Thema, ne? Wir haben jetzt den Monat März. März 2019, 3 Monate sind schon fast dahin geflossen in unserem wunderschönen neuen Jahr 2019. Und es wurde natürlich auch wieder sehr viel Scheiße gebaut. Die Regierung denkt mal, sie könnte das Internet und das Urheberrecht und so weiter ein bisschen rumshakern, ne? Das wissen ja alle, haben schon alle den Beef da auf, oder was ist der Beef? Den Ärger auf Twitter mitbekommen. Ich bin ja auch sehr auf Twitter aktiv. Hab das Ganze auch ein bisschen verfolgt und ich versuche eigentlich so unpolitisch wie möglich zu sein. Politik ist immer etwas, das regt mich immer zu sehr auf und deswegen. Die EU hat auf jeden Fall Artikel 13 schon mal so gut wie verabschiedet. Das muss jetzt nur noch im Parlament ratifiziert werden, sozusagen. Unsere Bundesregierung hat auch mit Unterstützung der SPD natürlich, also CDU, CSU und SPD, haben natürlich beschlossen, auch diesen Artikel 11 und 13 durchzuwinken, auf jeden Fall. Also da ist das Go auf jeden Fall von der deutschen Seite gekommen. Einige Länder haben natürlich das nicht unterzeichnet oder wollen es nicht. Das ist natürlich sehr positiv, aber die haben halt ziemlich wenig Gewicht. Und jetzt liegt es im Prinzip an uns, dagegen auch ein wenig zu kämpfen. Am 23. März findet in Deutschland bzw. europaweit Großdemos in verschiedenen deutschen Städten statt gegen Artikel 13. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall an diesen Demos teilzunehmen. In meiner Region gibt es leider keine solche Demos. Ich müsste in die nächstgrößere Stadt fahren und das wäre bei mir Karlsruhe. Und da müsste ich dann schon, da bin ich dann einen halben Tag unterwegs schon. Und deswegen hoffe ich eigentlich noch darauf, dass es eventuell in Freiburg noch eine Großdemo gibt. Aber sieht sehr schlecht aus. Aber vielleicht lässt sich ja doch noch jemand finden. Ich empfehle euch auf jeden Fall daran teilzunehmen. Versucht ein wenig Veränderungen reinzukriegen. CDU macht immer mehr Käse, finde ich. Und zeigt es mal den Leuten, dass auch die jungen Leute ein Stimmrecht haben. Und lasst euch nicht als Bots oder als Mob deklarieren von irgendwelchen arroganten Politikern. Ich will mich jetzt nicht da großartig reinsteigern. Es ist auf jeden Fall klar, wo der Wind her weht. Das kam nicht von ungefähr, diese Gesetzesänderung, das ist pure Lobbyarbeit gewesen. Und CDU ist eine Lobbypartei, genauso wie die FDP. SPD strebt nach Machterhalt und sorry, aber viele andere Parteien gibt es da nicht mehr. Also im Prinzip sind wir total für den Arsch. Aber das soll es mal gewesen sein. Geht am 23. März zu diesen Demos, tut was, zeigt, dass ihr da seid. Das dürfte schon mal reichen. So, und jetzt nun zum absoluten Topic. Was gibt es denn diesen Monat auf meinem schönen, wunderschönen Channelchen natürlich? Ja, ihr habt es ja schon immer noch gesehen, es läuft Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey wird auf jeden Fall noch bis in den Mai reinlaufen, also könnt ihr schon sehr gespannt sein, es ist noch ziemlich weit hin. Dann läuft natürlich noch Red Dead Redemption 2, das läuft auch bis Ende Mai, fast Anfang Juni. Und dann gibt es natürlich wieder neue Games natürlich, gell? Also ich weiß jetzt nicht, ich will noch die zweite Staffel Resident Evil 2 rausbringen. Die wird dann auch noch diesen Monat erscheinen. Und wie ihr schon gesehen habt, läuft das neue Spiel Far Cry New Dawn. Der Umsatzsteiger-Garant für Ubisoft. Läuft auch auf meinem wunderschönen Channelchen. Auch noch richtig lang, also bis ich es im Prinzip durchgespielt habe. Und dann dürft ihr euch natürlich darauf freuen, es läuft Metro Exodus. Auch noch auf meinem wunderschönen Channel. Mehr zu dem Thema Metro Exodus wird es in der ersten Folge geben. Da könnt ihr schön mal reinschnuppern. Da werde ich dann mein Fett weglassen über diese ganze behinderte Strategie, die da im Prinzip Koch Media veranlasst hat. Und THQ Nordic. Ich will mich jetzt nicht hier zu äußern. Das Video wird ziemlich kurz gehalten, kurze Pläne noch von ungefähr, also ich habe auch natürlich vor, dieses Jahr wird natürlich sehr, sehr stressig, also gerade dieses Frühjahr, es kommen so viele geniale Games raus, ich bin jetzt schon am Umdisponieren, was ich denn weglassen könnte, also es sind schon Spiele da, ich lasse jetzt schon Anthem weg, also ich lasse Anthem vollkommen weg, ich habe es mir angeguckt bei anderen Let's Playern und so weiter, wie sie die Demos gespielt haben und so weiter und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nichts für mich, das ist ein Koop-Spiel. Und wenn ihr mich fragt, das ist ein gutes Koop-Spiel. Wenn ihr Kollegen habt, mit denen ihr es daddeln könnt, dann haut rein, Mann, Leute. Aber ich habe jetzt im Prinzip niemanden, der mit mir das spielen würde. Also zumindest nicht eine größere Gruppe.
Deswegen fällt das bei mir jetzt komplett raus. Dafür habe ich andere Dinge geplant. Beziehungsweise ich bin ja anderweitig beschäftigt. Ich bin mit Far Cry noch beschäftigt. Ich bin eventuell sogar noch mit Assassin's Creed beschäftigt, weil die DLCs auch langsam alle wieder sprudeln. Und natürlich bin ich auch mit Metro Exodus beschäftigt. Also ich werde da eine ziemlich lange Zeit in diesen Spielen verbringen. Und wenn ich mal Zeit habe, dann will ich natürlich noch was anderes spielen, weil ich möchte nämlich noch die ganzen Games von damals spielen. Das heißt, ich habe im Prinzip auch vor, Fable 1 nochmal durchzudaddeln. Das war eigentlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Früher, also beziehungsweise damals, wo ich das Spielen angefangen habe. Und dann natürlich Fable 3. Fable 2 kann ich leider nicht spielen. Ich habe eine Xbox 360, aber ich habe das Spiel nicht dazu und ich weiß nicht, ob ich das auftreiben kann. Beziehungsweise ich habe keinen Bock, die Xbox 360 aufzubauen. Deswegen fällt Fable 2 flach. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass Fable 4 irgendwann mal rauskommen soll. Also, wer hat's gekauft? Microsoft hat's gekauft und will da im Prinzip die Forza Horizon Studios dazu nutzen, im Prinzip dieses Spiel zu machen, weil sie im Prinzip gesehen haben, mit so Singleplayer Open World RPG Games kann man doch noch irgendwie Geld machen. Also, man sieht da bei Horizon Zero Dawn unter anderem, haben sie so verglichen. Also, Fable passt natürlich in das Microsoft-Schema rein, finde ich auch richtig gut, aber ich weiß nicht, ob das dann so spitzenmäßig wird. Vielleicht wird es ja auch wieder ganz gut. Ich freue mich eigentlich auf diese Fantasy-Welt und so weiter, die hat mich schon damals sehr begeistert. So, aber das soll es jetzt mal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr seid gut informiert, was denn diesen Monat abgeht. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jedes Video angucken würdet. Wäre richtig nice. Nicht vergessen, 23. März, Demo in verschiedenen Großstädten in Deutschland, europaweit. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin, haut rein.